Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich mache heute Pfannkuchen. Und zwar in der Küche und ich probiere mal aus, wie das ist in der Küche. Ich habe ja sonst immer nur was in meinem Zimmer gemacht und das ist sehr ungewohnt, weil, vielleicht könnt ihr sehen, hallo, ich habe eine zweite Kameraperspektive. Das ist sehr ungewohnt, ich habe keine Ahnung, wie das wird. Naja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich mache so einen Pfannkuchenteig, den mache ich immer, schon seit, keine Ahnung, den habe ich halt von meiner Mutter. Und der ist sehr gut. Dafür braucht ihr eine Schüssel und ganz viele andere Sachen. Als erstes muss ich einmal alles wegräumen. Ich fange an mit den Eiern. So, als nächstes mache ich mit der Milch weiter. Ich packe einfach genauso viel Eier wie Milch da rein. Also von der Literzahl, ja. Ich hoffe, das war jetzt gerade. Naja, bisschen viel geworden. Ups. Upsala. Als nächstes brauche ich einen Esslöffel. Esslöffel. Da packe ich dann einen wundervollen Esslöffel Zucker rein. Okay, das ist eigentlich ein bisschen viel. Dann noch Mehl. So viele Eier. Also wie viele Eier, was? Eins. Oh fuck. Zwei. Drei. Vier. Passt schon. Und dann mixe ich das. Let's go. Fertig. Jetzt bin ich fertig. Habe ich eben schon gesagt. Super. Ich brauche eine Kelle. Die packe ich da rein. Das kommt weg. Zwei Teller. Die Pfanne ist dreckig. Let's go. Abwaschen. Toll. Pfanne. Den brauche ich noch zum Draufmachen. Das da, das da, das da. Da brauche ich noch einen Löffel für und da auch. Ein Messer. Ich brauche noch Frischkäse. Frischkäse. Ich habe immer die zweite Kamera kurz geändert, damit ihr auch sehen könnt, wie ich den kleinen Pfannkuchen brate. Als erstes Öl. Nur ein ganz mini, mini, mini bisschen. Da ist auch nur noch ein ganz mini, mini bisschen drin. Super. Und dann anmachen. Ganz, ganz kleine Flamme, sonst werden die ganz schnell schwarz. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz klein. Dann werden die so perfekt. Das ist Wahnsinn. Warum ist denn alles dreckig? Sauber. So. Jetzt muss ich das hier so ein bisschen verteilen. Ich glaube, es ist warm. Dann kommt der Pfannkuchenteig rein. So, eine Kelle. Und noch ein bisschen verrühren. Jetzt muss ich warten. Super. So, ich glaube, der ist jetzt fertig. Also, ich muss ihn halt einmal umdrehen. Ne? Der erste ist immer noch nicht 100%. Fängt aber auch schon gut. Ihr müsst es nicht merken, ich fange Pfannkuchen so, wenn sie noch gar nicht braun sind, weil sonst da schmecken sie eben am besten, genau. Wenn es euch zu lange dauert, könnt ihr die Flamme auch ein bisschen höher machen. Ja, okay, wir haben Flamme, weil wir haben Gasherd, manche haben so Induktionsdingens oder so Platten, ja, wir eben nicht, ne? Der ist fertig. Next. Irgendwie ist der Teig heute sehr flüssig, muss ich sagen. Die werden trotzdem super. Da kommt jetzt was drauf. Und zwar, ich hoffe, man sieht das überhaupt. Ein bisschen Apfelmus. Und noch ein bisschen Zimt und Zucker. Und dann schön einrollen. Ach du Scheiße. Der Tropf so dann. Also eigentlich kann ich essen. So umdrehen. Guck, und der ist jetzt schon perfekt. Wundervoll, perfekt. So, und ich wollte noch mal was sagen, und zwar, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, immer sonntags kommen Videos, oder ich probiere es immer sonntags. Auf jeden Fall, genau, immer sonntags einschalten. Ich
Die Uhrzeit ist immer unterschiedlich, wie ich es schaffe. Genau, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Von einem bisschen anderen Video mal. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.